Gut, also ich begrüße Sie jetzt alle ganz herzlich zu meinem Vortrag über aktuelle Entwicklungen in der Didaktik des bilingualen Lehrens und Lernens mit einem besonderen Fokus auf die Grundschule. Sie sehen, dass meine Startfolie hier schon relativ voll ist. Das liegt daran, dass wir natürlich, wenn wir über Projekte berichten, die wir durchführen im Bereich des bilingualen Unterrichts, auch die Partner gerne nennen. Und wir sind in den letzten Jahren darum gebeten worden, Schulversuche in Bayern wissenschaftlich zu begleiten. Und das wird unterstützt von der Stiftung Bildungspakt Bayern und vom Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus. Und das Ganze läuft unter dem Stichwort bilinguale Grundschule. Und ich werde Ihnen heute in erster Linie natürlich über bilingualen Unterricht mit der Zielsprache Englisch berichten. Aber in Bayern gibt es auch einen Schulversuch mit der Zielsprache Französisch. Ich sage Ihnen kurz, was meine Pläne für heute sind. Ich werde Ihnen zunächst einen kurzen Überblick über bilingualen Unterricht an Grundschulen in Bayern geben. Aber wie Manfred Pörner schon gesagt hat, ich war auch mal in Schwäbisch Gmünd tätig und vorher dann mal in Kiel. Ich habe also in drei Bundesländern in Deutschland mich mit bilingualem Unterricht beschäftigt und habe deshalb, glaube ich, einen ganz guten Überblick darüber, was in Deutschland insgesamt passiert. Dann werde ich auf ein Thema eingehen, das wir bei unseren Fortbildung für Lehrkräfte mal wieder ansprechen müssen, nämlich die Merkmale des bilingualen Unterrichts im Vergleich zum Regelfremdsprachenunterricht an Grundschulen. Wir merken nämlich immer wieder, dass gerade wenn es darum geht, schon früh bilingualen Unterricht umzusetzen, es den Lehrkräften gar nicht so leicht fällt zu verstehen, was der Unterschied zwischen einem inhaltsorientierten Fremdsprachenunterricht ist und einem wirklichen bilingualen Unterricht an der Grundschule. Dann gehe ich auf methodisch-didaktische Prinzipien des bilingualen Unterrichts an Grundschulen ein. Was sollte man hier besonders beachten? In dem Zusammenhang werde ich Ihnen auch ein paar Mitschnitte zeigen, Videomitschnitte. Dann gehe ich auf den Stand der Forschung ein. Hier möchte ich zunächst einige Fragen betrachten, die häufig gestellt werden. Wie entwickeln sich eigentlich die Fremdsprachenkenntnisse im bilingualen Unterricht an der Grundschule? Was kann man da erreichen? Leiden nicht vielleicht sogar die Deutschkenntnisse, wenn man schon in der Grundschule intensiven Kontakt zu einer Fremdsprache hat? Und leidet nicht vielleicht auch das Fachwissen in Fächern wie zum Beispiel Religion oder auch Mathe oder auch Heimat- und Sachunterricht, wenn ein Fach bilingual unterrichtet wird? Dann gehe ich auf eine Untersuchung ein, die für Sie vielleicht auch recht interessant ist. Wir führen nämlich eine Anschlussuntersuchung zum Schulversuch bilinguale Grundschule Englisch Bayern durch. Und da geht es darum, wie entwickeln sich eigentlich Schülerinnen und Schüler weiter, wenn sie nach der bilingualen Grundschulzeit an eine weiterführende Schule wechseln und hier zumeist erstmal in den Regelunterricht wechseln müssen, weil der bilinguale Unterricht in der 5. und 6. Jahrgangsstufe zunächst nicht angeboten wird. Und dann ziehe ich ein Fazit. Sind Sie so mit dieser Gliederung einverstanden? Wunderbar. Würde mir jetzt auch schwerfallen, das so schnell zu ändern, wenn ich das müsste. Okay, also dann setzen wir das so mal um. Kommen wir zunächst noch auf zwei meiner Mitarbeiterinnen zu sprechen, die immer viel Input geben. Ich möchte kurz meine Kollegin, Frau Privatdozentin Dr. Anja Steinlen nennen, die sehr, sehr stark in der bilingualen Grundschule Englisch engagiert ist. Und Frau Dr. Patricia Uhl, die stark in der bilingualen Grundschule Französisch sich engagiert. Ja, kommen wir also zunächst zu meinem kurzen Überblick. Bilingualer Unterricht an Grundschulen in Bayern. Wir können sagen, dass in Bayern und in ganz Deutschland eine steigende Zahl von Grundschulen ein bilinguales Programm anbietet. Im Moment sind es circa 2% aller Grundschulen in Deutschland, die bilinguale Angebote machen. Und hier wird zumeist ein oder es werden mehrere Sachfächer bilingual unterrichtet. Und die üblichen Verdächtigen sind dabei der Heimat- und Sachunterricht, Mathematik, Kunst und Sport. Man findet auch Religion, aber Religion ist so ein Fach, das bilingual in der Grundschule vor allen Dingen dann unterrichtet wird, wenn mal wieder bestimmte Feiertage zum Beispiel anstehen. Ich muss sagen, dass ich aber zum Beispiel auch schon gesehen habe, wie etwa Themen wie Thanksgiving bilingual unterrichtet worden sind, und zwar in allen Jahrgangsstufen. Das Ziel sind natürlich, wie insgesamt im bilingualen Unterricht, erhöhte Fremdsprachenkompetenzen bei altersgerechten Sachfach-
und Deutschleistung. In Bayern gibt es Deutsch-Englisch und Deutsch-Französisch bilinguale Angebote an Grundschulen in den Jahrgangsstufen 1 bis 4. Und das ist ein wichtiger Punkt, denn der Englischunterricht beginnt zum Beispiel, der Regelenglischunterricht beginnt an bayerischen Grundschulen wie an den meisten Grundschulen in Deutschland in Jahrgangsstufe 3. Es gibt inzwischen nur noch 4 Bundesländer in Deutschland, in denen der Englischunterricht eher beginnt. Aber der bilinguale Unterricht beginnt in Bayern immer schon in der Jahrgangsstufe 1. Und zwar sowohl, wenn es um Deutsch-Englisch oder auch Deutsch-Französisch bilinguale Angebote geht. Kommen wir zunächst zu den Deutsch-Englisch bilingualen Angeboten. 2015 ist ein Schulversuch gestartet worden in Bayern, der 2019 zum Abschluss kam. Das war der Schulversuch Lernen in 2 Sprachen, bilinguale Grundschule Englisch. Das war ein freiwilliges Angebot an 21 Grundschulen in Bayern. Diese 21 Grundschulen hatten ein Konzept für bilingualen Unterricht entwickelt, das beim Kultusministerium eingereicht, und sie wurden dann ausgewählt für dieses bilinguale Angebot an der Grundschule. Und Projektpartner waren damals die Stiftung Bildungspakt Bayern, die für die Finanzierung zuständig war, das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus. Und interessant ist, sie wurden unterstützt von der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft, die einfach ein großes Interesse damals ausgedrückt hat an der Förderung von früher Mehrsprachigkeit und gerade bei Sprachen wie Englisch und auch Französisch. Die wissenschaftliche Begleitung dieses Schulversuchs hatte mein Kollege Professor Heiner Böttger und seine Mitarbeiterin Tanja Müller von der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt inne. Ja, und dieser Schulversuch wurde verstetigt, das heißt, bilingualer Unterricht, deutsch-englisch-bilingualer Unterricht ist jetzt etabliert in Bayern und wird zurzeit an etwa 30 Grundschulen umgesetzt. Und es wird so gemacht, darauf komme ich natürlich noch genauer zu sprechen, dass bestimmte Unterrichtseinheiten oder Phasen in der Fremdsprache Englisch bei geeigneten Themen, besonders in den Fächern Mathe, Heimat- und Sachunterricht, Kunst, Musik und Sport dann eben auf Englisch umgesetzt werden. Man orientiert sich am Bayerischen Lehrplan Plus für die Grundschule. Das heißt, auch wenn bilingual an der Grundschule unterrichtet wird, dann muss der Lehrplan der verschiedenen Fächer natürlich umgesetzt und erfüllt werden. Und 2019 bis 2022 fand dann eine Anschlussuntersuchung zu dieser bilingualen Grundschule Englisch Bayern statt. Projektpartner waren wieder das Staatsministerium und die Stiftung Bildungspakt Bayern. Die wissenschaftliche Begleitung haben meine Mitarbeiterin Anja Steinern und ich umgesetzt. Und hier bestehen die Ziele der Untersuchung darin, dass Erkenntnisse über den weiteren Bildungsverlauf von in der Grundschule bilingual unterrichteten Schülerinnen und Schülern aus dem Schulversuch in den Jahrgangsstufen 5, 6 und 7 der weiterführenden Schule gewonnen werden. Das heißt, wir fragen uns, wie entwickeln sich diese Schülerinnen und Schüler eigentlich weiter, wenn sie die bilinguale Grundschule verlassen und dann zumeist in den Regelunterricht Englisch an weiterführenden Schulen übertreten. Und das untersuchen wir für alle Schularten, nämlich für das Gymnasium, die Realschule und die Mittelschule, die der Hauptschule in anderen Bundesländern entspricht. Darauf gehe ich nachher noch genauer ein. Dann die deutsch-französisch-bilingualen Angebote. Es fand von 2017 an ein Schulversuch statt, der bilinguale Grundschule Französisch heißt. Und dieser Schulversuch kommt in diesem Jahr zum Abschluss. Projektpartner wie üblich das Kultusministerium, die Stiftung Bildungspakt Bayern und auch wieder die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft, die gesagt hat, man möchte früh Französisch etablieren in den Grundschulen, weil man auch Wirtschaftsbeziehungen nach Frankreich stärken möchte. Und auch hier haben wir die wissenschaftliche Begleitung inne. Und es gibt hier zwei Ansätze, was das Angebot angeht. Der Ansatz 1 wurde 2017 an 10 Grundschulen in Bayern eingeführt.
Und da wird Französisch als AG oder als Zusatzangebot im Ganztag angeboten. Das bedeutet, dass hier die Kinder, das ist eigentlich gar kein richtiger bilingualer Unterricht, die bekommen regulären Französischunterricht für ca. 2 Stunden pro Woche, so wie es zumeist auch für Englisch geschieht, wenn Englisch als Fach unterrichtet wird. Und das erfolgt in teilweise jahrgangsgemischten Gruppen. Der Ansatz 2 ist der eigentliche bilinguale Unterricht, der seit 2018 an 6 Schulen stattfindet. Das ist bilingualer Sachfachunterricht Deutsch-Französisch. Hier erfolgen dann ungefähr 25-30% der Unterrichtszeit auf Französisch, wieder in den Fächern, die ich schon angesprochen habe, vor allen Dingen. Das heißt, dass die Schülerinnen und Schüler, die an diesem Schulversuch teilnehmen, ca. 5 Stunden pro Woche auf Französisch unterrichtet werden. Und auch hier werden einzelne Unterrichtseinheiten oder Phasen in der Fremdsprache bei geeigneten Themen in den Fächern Mathe, Heimat und Sachunterricht, Kunst, Musik und Sport dann in der Fremdsprache gestaltet. Die Lehrkräfte entscheiden, welche der Themen in den Fächern sie in der Fremdsprache unterrichten und welche auf Deutsch. Wir ermutigen sie dazu, bei unseren Fortbildungen, die Teil der wissenschaftlichen Begleitung sind, so viel wie möglich in der Fremdsprache umzusetzen. Gut, und wie wir jetzt kürzlich erfahren haben, und das ist sehr erfreulich, wird auch dieser Schulversuch verstetigt. Das heißt, auch diese deutsch-französischen Angebote sind dann etabliert und können an mehr Grundschulen umgesetzt werden. Ja, jetzt möchte ich auf das nächste Thema eingehen, nämlich Merkmale des bilingualen Unterrichts in der Grundschule im Vergleich zum Regelfremdsprachenunterricht. Dann spreche ich deshalb an, weil wir eben immer wieder festgestellt haben, dass Lehrkräfte mit dieser Frage, was ist eigentlich der Unterschied zwischen diesem inhaltsorientierten Fremdsprachenunterricht und dem bilingualen Unterricht, Schwierigkeiten haben. Ich möchte mal anfangen mit einer Definition von Wolf und Suthoff vom bilingualen Unterricht. Sie sagen, dass es sich beim bilingualen Unterricht recht allgemein um ein didaktisch-methodisches Konzept handelt, das man im weitesten Sinne als das Vermitteln und Lernen von Sachfächern oder Lernbereichen in einer anderen als der jeweiligen Schul- oder Landessprache definieren kann. Wir müssen also unseren Lehrkräften immer wieder sagen, dass im bilingualen Unterricht die jeweiligen Inhalte eines Sachfaches im Vordergrund stehen. Diese werden aber mit Hilfe einer Fremdsprache erarbeitet, sodass auch hier Spracharbeit notwendig ist. Sie haben alle Erfahrungen mit bilingualem Unterricht und werden sagen, das ist doch ganz klar. Aber viele unserer Lehrkräfte glauben, dass beim bilingualen Unterricht der Fokus allein auf dem Sachfach liegt und ignorieren so ein bisschen die Spracharbeit. Okay? Deshalb müssen wir zum Beispiel in unseren Fortbildungen auch auf Fragen eingehen, wie kann ich das Lesen und Schreiben in der Fremdsprache, auch im bilingualen Unterricht fördern? Oder wie kann ich selbst an der Grundschule schon Grammatikarbeit im Rahmen des bilingualen Unterrichts leisten? Nun, im Fremdsprachenunterricht steht natürlich im Gegensatz zum bilingualen Unterricht das Erlernen der Fremdsprache im Vordergrund. Wichtig ist aber, dass auch er in Bezug auf die behandelten Themen natürlich inhaltsbasiert ist. Im Zusammenhang mit unterrichtspraktischen Beispielen werden für Englischunterricht an der Grundschule in Bayern im sogenannten Lehrplan Plus für die Grundschule zum Beispiel Themen wie Haustiere und Nahrungsmittel vorgeschlagen, die sich natürlich besonders auch für bilingualen Unterricht anbieten, aber sie können auch genutzt werden im Fremdsprachenunterricht. Ich möchte Ihnen das mal zeigen anhand eines Beispiels, das ich oft mit den Lehrkräften bespreche. Wie würden wir da im Grundschulunterricht, im Fremdsprachenunterricht mit so einem Thema wie Tiere oder Animals umgehen? Im Fremdsprachenunterricht würden unsere Lehrkräfte dieses Thema wählen, weil es die Interessen von Kindern im Grundschulalter widerspiegelt und damit motivierend ist. Weil dieses Thema vielleicht ohnehin in der folgenden Einheit im Englischlehrwerk vorkommt. Oder weil es vielleicht gerade zum Thema im Muttersprachen, im Fachunterricht, in HSU zum Beispiel passt. Es gibt verschiedene Gründe. Der Hauptgrund wird jedoch sein, dass dieses Thema sprachlichen Input für motivierende Hör-, Sprech- und Schreibanlässe in der Fremdsprache Englisch liefern kann. Das heißt, das Thema Animals fungiert somit als Vehikel für das gezielte Arbeiten ausgewählter Strukturen und Vokabeln des Englischen. Ich wähle das Thema, um die Fremdsprache zu fördern.
Und da müssen wir den Lehrkräften sagen, dass es im bilingualen Unterricht natürlich ganz anders aussieht. Denn hier würde dieses Thema gewählt werden, Animals, weil es in allen Jahrgangsstufen im Lehrplan für den muttersprachlich geführten Heimat- und Sachunterricht vorgesehen ist. Dieses Thema ist also ein genuines Sachkundethema und die fremdsprachige Beschäftigung mit den Inhalten ist somit authentisch. Das Englische fungiert in diesem Fall also als Vehikel zum mündlichen und schriftlichen Transport der Inhalte und zur Erarbeitung der sachfachlichen Ziele und die Auswahl der sprachlichen Mittel ergibt sich direkt aus der jeweiligen Thematik. Also hier nutze ich das Thema nicht in erster Linie, um die Fremdsprachenkenntnisse zu fördern, sondern es ist Teil des Lehrplans im Sachfach und ich muss dann eben die sprachlichen Mittel bereitstellen, damit ich mich mit diesem Thema befassen muss. Und das sind Punkte, die müssen wir immer wieder herausarbeiten. Wichtig ist noch in Bezug mit bilingualem Unterricht natürlich, dass die Nutzung der Fremdsprache als Unterrichtssprache dabei den kognitiven Anspruch des Lerners erhöht. Wir sprechen heute ja viel über kognitive Aktivierung und der kognitive Anspruch ist im bilingualen Unterricht auf jeden Fall höher als im Fremdsprachenunterricht alleine. Gut, das ist eben eine Sache, die ich nochmal ansprechen wollte, weil sie bei unseren Fortbildungen für Lehrkräfte sehr, sehr wichtig ist. Jetzt komme ich zu den methodisch-didaktischen Prinzipien des bilingualen Unterrichts an Grundschulen. Wir können sagen, dass bilingualer Unterricht an Grundschulen in Deutschland sehr unterschiedlich umgesetzt wird. Burmeister und Massler haben ein schönes Buch veröffentlicht, 2010 für bilingual Grundschulunterricht. Und sie bringen zum Ausdruck, dass der Begriff bilingualer Unterricht, der heute auch häufig als Content and Language Integrated Learning in Europa bezeichnet wird, zwischen zwei extremen Formen eigentlich schwankt. Ich zitiere das mal. Sie sagen, auf der einen Seite gibt es Programme, in denen sporadisch fremdsprachliche Einheiten, sogenannte CLIL-Module, in Sachfächern unterrichtet werden. Auf der anderen Seite gibt es Programme mit Immersion, in denen ein substanzieller Anteil des Sachfachunterrichts während der gesamten Grundschulzeit in einer Fremdsprache unterrichtet werden. Was wir in Bayern finden, und zwar nicht nur in der Grundschule, sondern zumeist auch an der Sekundarstufe, sind diese bilingualen Module. Das heißt, bestimmte Themen eines Faches werden phasenweise in der Fremdsprache unterrichtet. Wir sprechen von bilingualem Sachfachunterricht, wenn bis zu 50% der Unterrichtszeit in der Fremdsprache erfolgt. Von Immersionsansätzen spricht man erst dann, wenn mindestens 50% der Unterrichtszeit in der Fremdsprache umgesetzt wird. Mindestens 50, dann haben wir Immersionsansätze. Und vollständige Immersion heißt, der gesamte Unterricht wird in der Fremdsprache erteilt. Das finden wir in Deutschland nicht, weil Deutsch immer Unterrichtssprache mit sein muss. Wir finden aber Programme der partiellen Immersion. Es gibt in Tübingen und auch in Kiel schon an der Grundschule bilinguale Angebote. Da erfolgt 70% des Unterrichts in der Fremdsprache Englisch. Das ist dann ein Immersionsprogramm. In Bayern sind diese bilingualen Module vorherrschend. Okay. Also, wir können aber sagen, dass unabhängig davon, in welcher Form er umgesetzt wird, für den Bilingualen an Grundschulen einige Prinzipien gelten, die von den Lehrkräften stets beachtet werden müssen. Sprechen wir mal zunächst über den Einstieg in den bilingualen Unterricht an der Grundschule. Wir müssen uns vorstellen, dass natürlich die meisten Kinder, die in die Grundschule kommen, in die erste Klasse, Englisch noch nicht können, außer sie haben vorher einen bilingualen Kindergarten besucht. Okay. Deren Zahl auch zunimmt. Wie muss ich diesen Einstieg gestalten? Und an den ersten Schultagen läuft es ziemlich ähnlich ab wie auch im Fremdsprachenunterricht an der Grundschule. Die Kinder müssen mit dem Schulalltag bekannt gemacht und an die neue Unterrichtssprache gewöhnt werden. Dies geschieht am einfachsten durch motivationsfördernde Aktivitäten, wie sie aus dem Regelfremdsprachenunterricht an der Grundschule bekannt sind. Reime spielen eine wichtige Rolle, Lieder, Spiele und viele Total Physical Response Übungen. Das heißt, die Kinder reagieren durch körperliche Aktivitäten auf bestimmte Instruktionen, etwa put the pan on the table, zum Beispiel if you have a blue jumper, get up.
und darauf wird einfach reagiert, das Verständnis wird dadurch gefördert. Zudem bilden feste Routinen im Unterrichtsablauf, zum Beispiel ein täglicher Morgenkreis mit immer wiederkehrenden Begrüßungsritualen, ein hilfreiches Gerüst, das dem Schulalltag Struktur gibt und in Bezug auf die Zielsprache einen hohen Wiedererkennungswert hat, weil immer wieder dieselben Äußerungen vorkommen. Sehr schnell folgen dann einzelne Vokabeln und formelhafte Phrasen. Good morning, how are you? What's the weather like today? Und so weiter, die die Kinder nachsprechen und situationsadäquat selbst äußern können. Und damit der Unterricht funktionieren kann, müssen die Kinder darüber hinaus schnell einen rezeptiven Schulbasisfortschritt aufbauen. Das heißt, Bezeichnung für Dinge in der Schultasche, im Klassenzimmer, im Pausenhof oder der Sporthalle kennen. Das heißt, ungefähr in den ersten 2-3 Wochen konzentriert sich die Lehrkraft hier ganz, ganz stark wirklich auf den Schulalltag. Okay? Aber es muss natürlich ganz schnell das Sachfach dann auch erarbeitet werden in der Fremdsprache. Und hier ist Anschaulichkeit natürlich ganz, ganz entscheidend. Das heißt, ich muss den Unterricht ganz anschaulich gestalten und ich muss alles, was ich irgendwie sage, kontextualisieren. Also besonders in den ersten Wochen des bilingualen Sachfachunterrichts besteht die größte Herausforderung für Lehrkräfte darin, Inhalte mit Hilfe von Mimik und Gestik, Körpersprache, Bildern, Fotos und Gegenständen so anschaulich zu präsentieren, dass das Kind jeweils eine Beziehung zwischen dem gerade Gesagten und dem Gezeigten herstellen kann. Ich muss im Grunde um alles zeigen, worüber ich spreche. Und auch strukturell komplexere Sprache können die Kinder dann recht schnell schon leicht verstehen, wenn die äußerungsbegleitende Gestik, Mimik und der Tonfall eindeutig sind. Ich kann zum Beispiel eine Banane mitbringen und dann sage ich, you know what I would like to eat now? A banana, yummy, I love bananas. Das geht aber natürlich nur, wenn ich die Banane auch zeige. Im Grunde genommen sind hier gerade bei den Grundschullehrkräften auch häufig gute schauspielerische Fähigkeiten gefragt. Wir sprechen ja nicht umsonst heute auch gerne über Edutainment, Education, Entertainment miteinander verbunden. Ja, ich möchte Sie mal in die Situation von diesen Grundschulkindern versetzen. Wie muss ich eigentlich unterrichten, damit ich verstanden werde? Ich möchte mal ein Video zeigen. Das ist ein älteres von einer Videokassette, die wir überspielt haben. Deshalb ist die Qualität nicht so gut. Sie sehen eine Dame, die Ihnen eine kleine Geschichte erzählen wird. Okay, und sie zeigt Ihnen dabei auch alles. Und ich möchte Sie bitten, mal zu beobachten, worum es wohl gerade geht, worüber spricht sie. Und ich habe noch eine etwas schwierige Aufgabe. Es wird in dieser Sprache, von der ich hoffe, dass Sie sie nicht kennen, ein Wort für Essen benutzt. Und versuchen Sie mal zu identifizieren, welches das Wort in der Fremdsprache für das deutsche Wort Essen ist. Also beobachten Sie, worum es geht und versuchen Sie mal, das Wort für Essen zu identifizieren. Und ich glaube, dass Sie dazu in der Lage sein werden, das Thema zu erkennen. Sie kriegen also jetzt einen kleinen Crashkurs in einer Sprache, die Sie hoffentlich nicht kennen, sonst funktioniert das nicht, was Sie haben. Also ich starte mal das Video. Moment, ich hoffe, das klappt alles. Now I'm going to present to you the same lesson in a different manner. یکی بود یکی نبود. غیر از خدا هیچ کس نبود. تو یک شهر دور یک پنگوئن بود و یک اردک. پنگوئن فقط دوست داشت کلا بخوره. غذاش هم فقط شکلات بود و آب نبات و چیپس. پنگوئن همیشه خسته بود. سرش درد میکرد. دلش درد میکرد. توی مدرسه هم هیچ شاگرد خوبی نبود. وقتی که میشست مدادش رو دست میگرفت ولی بعد از 2 دقیقه دهن دره میکرد. میگفت سرم درد میکنه. سرش رو میگذاشت روی کتاب و میگفت بهتره چرت بزنم. در عوض اردک. اردک همیشه آب پرتقال میخورد.
سیب رو خیلی دوست داشت بخوره. گلابی میخورد. نون خوب میخورد. گندم میخورد. همیشه حالش خوب بود. ورزش میکرد. میدوید. هیچ وقتم مریض نمیشد. توی مدرسه هم شاگرد خیلی خوبی بود. مدادش رو دست میگرفت، تند و تند درسش رو میخوند و مینوشت. همیشه توی مدرسه نمره های خیلی خوب داشت. شاگردام همیشه براش دست میزدن. اوکی، wer kann mir sagen, worum es ging? Frau Orlemann. Also definitiv verschiedene Nahrungsmittel und ich bin mir fast zu 90% sicher, dass Essen nicht rot heißt. Sehr gut. Mhm. Sehr gut. Es ging um verschiedene Nahrungsmittel und dabei, worum genauer? Ja, vielleicht mag ja jemand anderes, aber auf jeden Fall sollten diese verschiedenen Kuscheltiere das essen. Mhm. Aber sie mochten es nicht, glaube ich. Ja, Frau Schütz, ja? Ich glaube, es ging darum, dass der Pinguin nur Ungesundes gegessen hat und dann auch Bauchschmerzen und sehr müde war und nichts mehr geschafft hat. Und diese Ente hat aber gutes, gesundes Essen, Apfel, Orangensaft gegessen und getrunken und war danach ganz produktiv und ihr ging es gut. Genau, genau, genau das. Es ging um gute und schlechte Ernährung. Ein Heimat- und Sachunterrichtsthema schon in der ersten Jahrgangsstufe. Die Sprache war übrigens Persisch oder Farsi. Okay, Persisch oder Farsi. Und Frau Aulemann, Sie haben recht, Michort heißt Essen. Sie sehen also, wenn man das so macht, so anschaulich, dann kann man eben Sachfachunterricht schon ganz, ganz früh durchführen in der Fremdsprache. Es wird verstanden. Das hat einen klaren Lehrplanbezug, dieses Thema Heimat- und Sachunterricht, schon in der ersten Jahrgangsstufe in Bayern. Und da steht zum Beispiel unter dem Stichwort Körper und Gesundheit. Darüber hinaus wissen die Kinder um die Bedeutung gesunder Ernährung und sinnvollen Freizeitverhaltens für ihr Wohlbefinden. Also diese Anschaulichkeit ist ganz wichtig. Nun, was Sie beobachten werden in der Grundschule, weil die Kinder ja kaum Kenntnisse haben im Englischen, ist, dass die tatsächlich zweisprachig, also bilingual abläuft zu Beginn. Die spontane Produktion der Kinder erfolgt zum überwiegenden Teil auf Deutsch. Die Lehrkraft ist aber tatsächlich angehalten, möglichst nur die Fremdsprache zu benutzen und sie liefert reichhaltigen Input, indem sie alles, was sie tut, in der Fremdsprache kommentiert. Also alles wird gemacht, ich zeige Ihnen gleich noch, was gemacht wird, wird kommentiert in der Fremdsprache. Fachbegriffe werden natürlich immer in der Fremdsprache und auch auf Deutsch erarbeitet, zum Beispiel durch zweisprachige Arbeitsblätter und Wandbilder, das Herausfinden der fremdsprachigen Begriffen, entsprechenden deutschen Begriffe und so weiter. Das hier ist ein Beispiel aus der bilingualen Grundschule Französisch in Bayern. Wieder im Lehrplanbezug, Mathe 3 und 4, Größen und Messen sowie geometrische Form. Da sehen Sie hier, es geht um Pyramiden und Sie haben hier schon ein bilinguales Arbeitsblatt, sodass sichergestellt wird, dass die deutschen und die französischen Begriffe hier erarbeitet werden. Ich möchte Ihnen noch mal ein Beispiel zeigen aus dem bilingualen Unterricht, bilingualen Kunstunterricht, und es geht um den Maler Franz Marc. Sie werden sehen, wie hier in dieser Klasse mit 50% Migrationshintergrund übrigens, dass da zwei Kinder immer ein Bild von Franz Marc bekommen. Sie sollen sich das anschauen, sie schreiben dann auf, was sie empfinden, wenn sie das Bild sehen und müssen das nachher vortragen. Tippen Sie mal, welche Klassenstufe das wohl ist. Das zeigt Ihnen nämlich ganz gut, was man bei intensiverem bilingualen Unterricht erreichen kann in der Fremdsprache. Auch hier starte ich mal. Das sind so 2,5 Minuten. So what I would like you to do now is to work with a partner. You will get a picture of Franz Marc in pairs. So when you look at your picture, I would like you to look out for colors. Which feelings does the animal express? Is it a happy cow, a sad cow, a grumpy cow, angry cow? Whichever, you have to think about it. Then does the cow, for example, does the cow have any dreams?
or any thoughts. What is the cow thinking in the picture? You shall write that down, okay? And finally, I would like you to find a headline for your pictures, okay? You can come to me here, that's okay. The green table, where's the green table? Here. No, let's just hand them out. Don't show the pictures yet. The red table. Yes. Here you are. Yes. About the cow. Do you have the cow in your picture? What do you have in your picture? A wolf. So you write about the wolf. Okay. Miss Lepschi, this dog is not sad. He's smelling something, and Dominic is. He's crying. Do you think he's smiling and Dominic thinks he's crying? I think he's sad. Yes. So maybe you can find out what he's doing. What is he doing? He smells. He smiles. Oh, he smells. I see. Okay. Yes. Maybe. So he's hunting something. The horse in the fantasy. Carlos. The horse is brown, blue, green, black, yellow, white. Feelings, he is happy. Dreams, the horse dreams that he are in the fantasy. I see in the picture three animals, a dog, a fox, and a cat. The colors are black, white, red, blue, green. The dog smells a cat. The fox dreams that he eats the bunny. The cat makes meow. The three animals. The three animals is the headline? Very good. Thank you very much. The sad blue horse. He feels sad. The horse is blue. The ground is colorful. He thinks that he dreams or not dreams. Say that again, the last bit, I didn't understand that. He thinks that he dreams or not dreams. He thinks that he's dreaming or that he isn't dreaming. Horse thinks up he is dreaming or not dreaming. The horse is not sure if it's dreaming or not. He doesn't know. Okay. Because it's the ground is colorful. Okay, because all the surrounding looks like in a dream, so the horse isn't sure, am I in the reality or am I in a dream? Is that what you mean? Yes, that's a nice idea. Okay, thank you. Ja, haben Sie eine Idee, welche Jahrgangsstufe das wohl war? So ein Tipp? Irgendjemand? Manfred? Ich sage mal dritte Klasse. Es war die zweite. Also das ist so das, was man erreichen kann im bilingualen Unterricht. Und die wurden alle ohne Vorkenntnisse eingeschult. Okay? Und 50% ohne 50% Migrationshintergrund, weil das auch immer so eine Frage ist, da gehe ich aber gleich noch drauf ein, wären die nicht überfordert, wenn sie zu Hause schon mit einer anderen Sprache aufwachsen und dann kommt noch Englisch dazu und so. Aber darauf gehe ich gleich bei der Forschung ein. Also, und was hier interessant ist, die haben ja auch aufgeschrieben, was sie gemacht haben. Und darauf möchte ich kurz eingehen, nämlich noch den Stellenwert des Lesens und Schreibens. Es gibt viele Klagen immer darüber, dass Kinder, die aus der Grundschule kommen, mit Fremdsprachenkenntnissen zwar recht gut Kenntnisse im Hörverstehen haben und auch sprechen können, aber dass es beim Lesen und Schreiben Probleme gibt. Und es gab auch lange Diskussionen darüber, wann sollen Lesen und Schreiben in der Fremdsprache eigentlich eingeführt werden. Inzwischen weiß man, dass es ganz wichtig ist, die Schülerinnen und Schüler so früh wie möglich an die Unterschiede zwischen dem Schriftsystem der Ersprache, also zum Beispiel im Deutschen, und dem der Fremdsprache zu gewöhnen. Denn sie können die Kinder vom Schreiben nicht abhalten. Das heißt also, wenn sie was einführen im Englischen, dann werden die Kinder auch rauskriegen wollen, wie man das schreibt. Und häufig schreiben sie es dann so, wie sie sich denken, dass es richtig ist. Und wenn man die Modelle vorenthält, die richtigen, dann etablieren sich inkorrekte Schreibungen. Das heißt, wir müssen so früh wie möglich die Kindern die Unterschiede zwischen dem deutschen und dem englischen Schriftsystem gewöhnen. Und das funktioniert auch, das haben Studien gezeigt.
Grundsätzlich werden da häufig, um die Kinder an die Schreibung heranzuführen, Visualisierungen eingesetzt. Das ist zum Beispiel für das Französische, um sie an die verschiedenen Accents zu gewöhnen. Le chapeau sur la tête, wie so ein Hut beim Accent circonflex. So sieht das aus und dann benutzt man Visualisierung. Wichtig ist auch wie in der Grundschule insgesamt ein sogenanntes Literacy-Rich Environment. Hier haben Sie zum Beispiel das Thema Birds in Spring aus dem Heimat- und Sachunterricht im bilingualen Unterricht. Und wenn Kinder nicht wissen, wie man Birds schreibt, wenn sie bei deutschen Kindern schnell finden, dass sie so etwas schreiben wie B, Ö, D oder TS, wenn sie aber sehen immer wieder im Klassenzimmer, wie man schreibt, dann entwickelt sich auch nicht diese inkorrekte Schreibung und etabliert sich. Dasselbe ist ganz wichtig beim Französischen, das auch ein wenig transparentes Schriftsystem hat. Hier das Thema Herbst. Dann arbeitet man sehr viel mit sogenannten Sideboards im bilingualen Unterricht am Anfang beim Lesen und Schreiben. Das sind hochfrequente Wörter, die Kinder als Ganzes memorieren, ohne sie weiter in einzelne Elemente einzuschließen. Und da arbeitet man oft mit den 100 meistverwendeten Wörtern. Im Englischen sind das zum Beispiel the, das, said und are. Die repräsentieren nämlich ca. 50% eines geschriebenen Textes und die automatische Wiedererkennung dieser Wörter hilft den Schülerinnen und Schülern, einen Text schneller zu verstehen und zu produzieren. Also beim Lesen und Schreiben müssen wir uns ganz stark auf diese Wörter konzentrieren zu Beginn im bilingualen Unterricht. Und dann ist natürlich die Arbeit mit ganzen Sätzen wichtig. Sie erlaubt es dem Kind, die Bedeutung eines Wortes auch über den Kontext zu erschließen. Und außerdem können Texte, die im bilingualen Unterricht verwendet werden, narrative Elemente enthalten, die die Motivation erhöhen und Freude am Umgang mit der Schrift schaffen. Hier haben Sie zum Beispiel wieder verschiedene Arbeitsblätter aus dem Heimat- und Sachunterricht, Stoff und Energie. Hier geht es um Feuer. Und hier bei dem französischen Beispiel müssen die Kinder rauskriegen, ob man muskuläre oder Windenergie braucht, um hier Dinge in Bewegung zu setzen. Gut, so viel zur Methodik. Und jetzt würde ich gerne zur Forschung übergehen. Im Zusammenhang mit bilingualen Angeboten an Grundschulen werden häufig Fragen gestellt und auch Befürchtungen geäußert. Die erste Frage ist, wie entwickeln sich die Fremdsprachenkenntnisse bilingual unterrichteter Schülerinnen und Schüler eigentlich langfristig? Die zweite ist, wie entwickeln sich die Deutschkenntnisse bilingual unterrichteter Schülerinnen und Schüler? Leiden die vielleicht durch den frühen intensiven Kontakt zur Fremdsprache? Und wie entwickelt sich das Fachwissen? Lernen die genauso viel in den Sachfächern, wie wenn sie in der Landessprache Deutsch zum Beispiel unterrichtet werden. Und dazu, zu diesen Fragen, gibt es inzwischen sehr konkrete Ergebnisse, die ich kurz zusammenfassen möchte. Hier haben Sie zunächst mal die Referenzniveaus nach dem gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen, die erreicht werden können. Hier haben Sie die Fertigkeiten, Lesen, Schreiben, Hören und Sprechen. EFL steht für English as a Foreign Language. Da wird zum Ende der Grundschulzeit in der Regel in Deutschland das Niveau A1, also wirklich das unterste Niveau, erreicht. Bayern habe ich hier mal rot mit dem bilingualen Unterricht markiert. In Bayern erfolgt so circa 20% des Unterrichts in der Fremdsprache. Da erreichen sie etwas mehr, so A1, A2 im Lesen, A1 im Schreiben, das ist der Fokus nicht ganz so stark, im Hören A2. Beim Sprechen ist es nicht genauer untersucht worden. Wenn Sie intensivere bilinguale Programme haben, in denen 50% des Unterrichts oder sogar 70% des Unterrichts in der Fremdsprache erfolgt, da können die Schülerinnen und Schüler teilweise sogar schon das B1-Niveau erreichen, bis zum Ende der Grundschulzeit. Okay? Was wir insgesamt sagen können, ist, dass das Niveau an Englischkenntnissen bilingual unterrichteter Schülerinnen und Schüler in intensiveren bilingualen Angeboten gewöhnlich deutlich höher ist als das, was im Regelunterricht Englisch erreicht wird. Dabei wurden bisher weder Unterschiede zwischen den englischen Leistungen von Mädchen und Jungen noch zwischen den englischen Leistungen von Schülerinnen deutscher und nicht deutscher Herkunft festgestellt. Das heißt, Kinder mit und ohne Migrationshintergrund schneiden da gleich gut ab. Ein sehr ähnliches Ergebnis hat auch unsere Evaluation am Schulversuch bilinguale Grundschule Französisch erbracht. Was Deutsch angeht, ist es so, dass bisher vor allen Dingen Tests zum Lesen und Schreiben im Deutschen durchgeführt worden sind. Und hier haben bilingual unterrichtete Schülerinnen und Schüler
in Tests zum Lesen und Schreiben genauso gute Ergebnisse erzielt wie Schülerinnen und Schüler, die einsprachig Deutsch unterrichtet werden in der Grundschule. Das heißt, die bilingualen Schülerinnen und Schüler schneiden nicht schlecht ab. Und dabei wurden wiederum kaum Unterschiede in den Deutschleistungen von Schülerinnen und Schülern deutscher und nicht deutscher Herkunft festgestellt. Und das ist ein sehr ermutigendes Ergebnis, denn im Regelunterricht zeigen Kinder mit sogenanntem Migrationshintergrund, also Kinder nicht deutscher Herkunft, oft schlechtere Leistungen im Deutschen. Und das haben wir im bilingualen Unterricht bisher noch nicht festgestellt. Und ganz ähnlich sind unsere Ergebnisse wieder für die deutsch-französischen Programme. Dann noch zum Fachwissen, auch das kurz zusammengefasst. In deutschen und internationalen Studien hat man sich vor allen Dingen bisher in der Grundschule das Fachwissen in Mathe und Heimat- und Sachunterricht angeschaut. Und da schnitten bilingual unterrichtete Grundschülerinnen und Schüler genauso gut ab oder langfristig sogar etwas besser als Schülerinnen und Schüler, die ihren Unterricht in der Landessprache halten haben. Das heißt, die sind nicht schlechter, die sind mindestens genauso gut, okay, oder teilweise sogar besser als Kinder, die ihren Unterricht auf Deutsch erhalten. Und sie zeigen selbst dann manchmal Vorteile, wenn sie ihren Unterricht in der Fremdsprache erhalten haben, aber auf Deutsch getestet werden. Und das bedeutet, und sie zeigen teilweise auch bessere Verhaltensleistungen. Also wenn ich den Fremdsprachenunterricht den Sachfachunterricht in der Fremdsprache halte, kann ich mir das, was ich lerne, sogar noch besser merken. Also bilingual unterrichtete Grundschüler und Schüler können in einer Fremdsprache erhobenes Fachwissen in die Landessprache übertragen. Und wichtig ist natürlich, wie ich schon gesagt habe, dass Fachtermini natürlich in beiden Sprachen erarbeitet werden müssen. Okay? Das sind die Ergebnisse, die wir haben, so aus der Grundschule. Und ich würde jetzt gerne zum Abschluss, Manfred, wenn die Zeit noch da ist, wir haben, glaube ich, etwas später begonnen, auf diese Anschlussuntersuchung kurz eingehen. Ist das noch okay? Na klar. Gut. Also, die Anschlussuntersuchung zur bilingualen Grundschule Englisch Bayern. Das ist so die erste Untersuchung dieser Art in Deutschland. Was ist der Hintergrund? In der Grundschule bilingual unterrichtete Schülerinnen und Schüler aus Bayern wechseln ab Jahrgangsstufe 5 zunächst in den Regelunterricht Englisch, weil wir in Bayern kaum Schulen finden, in denen bilingualer Unterricht ab der Jahrgangsstufe 5 angeboten wird. Wenn, dann finden wir den eigentlich an Privatschulen. Das heißt, an bilingualem Unterricht können diese vorher bilingual in der Grundschule unterrichteten Kinder frühestens ab dem zweiten Halbjahr der 6. Jahrgangsstufe, trifft für Realschulen zu, teilnehmen, oder ab der 7. Jahrgangsstufe im Gymnasium. Und das ist ja meistens so, dass in ganz Deutschland das zumeist der bilinguale Unterricht am Gymnasium erst in der 7. Jahrgangsstufe einsetzt. Also sind unsere zentralen Fragestellungen der Anschlussuntersuchung, inwieweit fühlen sich die Schülerinnen und Schüler, die in der Grundschulzeit in einer bilingualen Klasse unterrichtet wurden, durch die weiterführende Schule mit Blick auf ihre Bildungsbiografie gut aufgenommen? Dann, welche Leistungen zeigen diese Schülerinnen und Schüler im Fach Englisch an der weiterführenden Schule, gerade im Vergleich zu Schülerinnen und Schülern, die vorher nicht bilingual unterrichtet wurden? Und welche geeigneten Maßnahmen können für Lehrkräfte abgeleitet bzw. entwickelt werden, um diese Schülerinnen und Schüler, die vorher bilingual unterrichtet wurden, in ihrem weiteren Bildungsverlauf zu unterstützen? Eine interessante Frage ist jetzt mal, wie verteilen sich eigentlich die in der Grundschule bilingual unterrichteten Schülerinnen und Schüler auf die verschiedenen Schularten? Das kann ich Ihnen sagen, 66% wechseln an ein Gymnasium in Bayern, 27% an eine Realschule und nur 7% an eine Mittelschule, der so der Hauptschule entspricht. Das ist interessant, denn die Verteilung auf verschiedene Schulformen entspricht nicht der üblichen Verteilung in Bayern. In Bayern gehen eigentlich 41% der Grundschulkinder aufs Gymnasium, 29% an eine Realschule und 27% an die Mittelschule. Das heißt, Schülerinnen und Schüler aus bilingualen Grundschulen besuchen überproportional häufig ein Gymnasium. Okay, im Vergleich mit den anderen Kindern. Gut, dann, welche Haltung haben nun die Schülerinnen und Schüler zu bilingualem Unterricht an der Grundschule und zum Regelunterricht Englisch? Das sehen Sie hier. Wir haben Sie also gefragt, wie habt ihr den bilingualen Unterricht empfunden in der Grundschule und wie empfindet ihr jetzt den Regelunterricht in der Sekundarstufe 1? Ja, und wir haben hier immer eine Unterteilung zwischen
einsprachig deutsch aufwachsenden Kindern, und das hier sind Kinder mit Migrationshintergrund, das sind die hellblauen Balken. Und was wir sagen können ist, die Antworten, egal an welche Schulform die gewechselt sind, sind sehr einheitlich. Es gibt keine Unterschiede zwischen den Kindern, die an eine Mittelschule, eine Realschule, ein Gymnasium gewechselt sind. Und die stehen dem früheren bilingualen Unterricht in der Primarstufe, aber auch dem jetzigen Englischunterricht in der Sekundarstufe sehr, sehr positiv gegenüber. Und da haben wir keine Unterschiede zwischen ein- und mehrsprachig aufwachsenden Schülerinnen und Schülern. Und ähnliche Ergebnisse gibt es für die Jahrgangsstufe 6 und 7. Also dieser bilinguale Unterricht wird rückblickend sehr positiv betrachtet, aber wirkt sich auch sehr positiv auf die Haltung zum Englischunterricht in der Sekundarstufe aus. Das können wir sagen. Und das ist schulformunabhängig und auch unabhängig davon, ob die Kinder ein- oder mehrsprachig aufwachsen. Wie schätzen nun die Englischlehrkräfte, die Kinder aus der bilingualen Grundschule weiter unterrichten in der Sekundarstufe 1, die Englischleistung dieser Kinder ein im Vergleich zu Kindern, die vorher nicht bilingual unterrichtet worden sind? Diese Tabelle zeigt das, also was würden Sie sagen, sind die besser oder schlechter im Vergleich zu nicht bilingual Unterrichteten in Bezug auf diese Kompetenzen und Fertigkeiten? Diese Frage stellen wir. Da haben wir auch wieder keine Unterschiede zwischen den Angaben der Lehrkräfte je nach Schulform. Und die Englischlehrkräfte oder aus der Sekundarstufe 1 schätzen die Englischkenntnisse der Bili-Schülerinnen und Schüler generell besser ein als die der Nicht-Bili-Schülerinnen und Schüler. Und wir haben Fragebogenuntersuchungen gemacht, aber einige Lehrkräfte auch interviewt zu dieser Frage. Und die sagen, dass sie auch keine Unterschiede zwischen ein- und mehrsprachigen Schülerinnen und Schülern feststellen können in Bezug auf die Leistungen und auf die Fertigkeiten und Kompetenzen. Und ähnliche Ergebnisse haben wir wieder für die Jahrgangsstufe 6 und 7 bekommen, nicht nur für die Jahrgangsstufe 5. Also generell werden die Englischleistungen, was man ja auch erwarten würde, der Bili-Schülerinnen und Schüler, die werden besser eingeschätzt als die der nicht bilingual Unterrichteten. Wir wollten nun rauskriegen, ob sich das auch in Tests widerspiegelt, ob die wirklich besser sind. Das ist ganz interessant und wie sich das entwickelt. Und wir haben dann Tests zum englischen Lesen und Schreiben durchgeführt. Und der Test, den wir benutzt haben, ist ein Test, der mal entwickelt wurde in Irland für Kinder, die dort groß werden, aber eine andere Herkunftssprache als Englisch haben. Der heißt PSAC, dieser Test. Das ist das Primary School Assessment Test. Hier links sehen Sie Ergebnisse zum Lesen und rechts zum Schreiben. Wir haben hier die Kinder, die ans Gymnasium gewechselt sind. Das sind die hellblauen Balken. Dann etwas dunkler im Blau, Realschule und dann Hauptmittelschule sind die dunkelblauen. Und hier haben wir die Jahrgangsstufen 5, 6 und 7. Was wir gefunden haben, ist ganz interessant. Wenn die Kinder aus der bilingualen Grundschule in die Jahrgangsstufe 5 wechseln, gibt es keine Unterschiede. Die haben im Bili-Unterricht, im Englischen dieselben Kenntnisse erreicht. Es gibt keine schulformbezogenen Unterschiede. Was dann aber passiert, ist interessant. Das ändert sich in den Jahrgangsstufen 6 und 7. Da ist es nämlich so, dass die an die Mittelschule gewechselt sind, eigentlich keine größeren Entwicklungen mehr zeigen. Und das trifft auch für die Realschule zu. Wir sehen also eine Progression bei den Gymnasialkindern, die werden dann besser, aber eine überwiegende Stagnation in Realschule und Mittelschule. Und das ist interessant. Es hängt nämlich von der Schulart ab, wie gut sich die Englischkenntnisse in der Grundschule bilingual unterrichteten Schülerinnen weiterentwickeln. Das heißt, sie gehen mit denselben Voraussetzungen raus und dann entscheidet im Grunde genommen die Schulart, an die die wechseln, wie sie sich weiterentwickeln. Ich weiß nicht, wir machen diesen Bericht gerade fertig für das Ministerium, wie glücklich man über diese Erkenntnis sein wird. Okay, gut. Noch ein paar Angaben der Lehrkräfte. Wenn ich darf, ganz kurz, Manfred. Es dauert nur noch 2 Minuten. Na klar, ja. Okay. Was haben uns die Lehrkräfte noch mitgegeben über den Umgang der an der Grundschule bilingual unterrichteten Schülerinnen und Schülern an weiterführenden Schulen? Die haben gesagt, ganz wichtig ist erstmal, dass sie überhaupt erfahren, ob sie vorher bilingual unterrichtete Schülerinnen und Schüler in der 5. Klasse haben. Denn das wissen die manchmal gar nicht.
Und es ist so, dass ja teilweise auch nur einzelne Schüler aus solchen Klassen an eine Schule wechseln. Das müssen Sie wissen. Sie haben gesagt, dann ist es auch wichtig, dass wir Lernstandserhebung durchführen, weil wir so eine heterogene Schülerschaft haben, gerade in der fünften Jahrgangsstufe, weil wir Billigkinder und Nicht-Billigkinder haben aus der Grundschule. Ganz wichtig ist, dass man den Billigkindern immer zeigt, dass das, was sie schon erreicht haben, gewertschätzt wird und dass man von vornherein, wenn man eine Billig-Grundschule in der näheren Umgebung hat, stark mit dieser Schule kooperiert. Was machen die Lehrkräfte mit den Kindern? Sie setzen sie vor allen Dingen als Experten ein. Zum Beispiel werden diese Kinder eingesetzt, wenn Dialoge vorgesprochen werden. Wenn es so kleine Mini-Presentations geben muss, gerade diese brauchen viele Redeanlässe, damit die Fluency, die sie in der Grundschule entwickelt haben, aufrechterhalten wird. Wenn etwas auf Englisch erklärt wird und nicht alle Kinder können in der fünften Jahrgangsstufe folgen, dann sollen gerade die Kinder und eben nicht die Lehrkräfte den Wortschatz erklären oder auch komplexere Aufgabenstellungen. Sie werden in Rollenspielen als Role Models eingesetzt. Also man sollte diesen Kindern immer zutrauen, dass sie mehr können als die anderen und ihr Vorwissen nutzen. Bei diesen Kindern ist es aber auch wichtig, das haben wir festgestellt, wo diese Kinder die wenigsten Vorteile den nicht-bilingualen Unterrichteten gegenüber zeigen, ist im Bereich von Grammatik und Rechtschreibung. Und da muss man noch einen besonderen Fokus drauf haben. Wir sollten also besonders differenzieren, auch dann in der weiterführenden Schule. Und diesen Kindern vielleicht teilweise auch anderes Material geben, vielleicht auch in Bezug auf die Sozialform stärker differenzieren und so weiter. Das sind die Vorschläge der Lehrkräfte, die wir bisher befragt und interviewt haben an den weiterführenden Schulen, wie sie mit diesen Kindern durchgehen. Also das Fazit. Die vorliegenden Forschungsergebnisse aus bilingualen Angeboten an der Grundschule zeigen, dass Grundschulkinder im bilingualen Unterricht ein erheblich höheres Niveau in einer Fremdsprache erreichen können als Kinder im Regelunterricht, ohne dass sich dabei Defizite in der Entwicklung der Deutschkenntnisse und Fachwissens ergeben. Mehrsprachig aufwachsende Kinder, hat sich auch gezeigt, mit einem sogenannten Migrationshintergrund, können ebenso vom bilingualen Unterricht profitieren wie einsprachig aufwachsende Kinder ohne Migrationshintergrund. Und das heißt für mich irgendwo auch, dass kontinuierliche bilinguale Angebote an staatlichen Schulen somit ein Weg sein könnten, um für viele Kinder mit Migrationshintergrund mehr Chancengleichheit zu erreichen. Die Ergebnisse unserer Anschlussuntersuchung Bilinguale Grundschule Englisch Bayern zeigen darüber hinaus, dass sich die positive Einstellung von Grundschulkindern zu bilingualen Angeboten in der Grundschule sehr positiv auf ihre Einstellung zum Fach Englisch Unterricht in der Sekundarstufe auswirkt. Aber sowohl Eltern als auch Schülerinnen und Schüler haben angegeben, dass sie bilingualen Unterricht gleich in der Sekundarstufe 1 dem regulären Englischfachunterricht in der Sekundarstufe vorziehen würden. Die hätten sich also alle sehr gefreut, wenn sie nach der bilingualen Grundschulzeit ab der fünften Jahrgangsstufe weiter bilingualen Unterricht bekommen hätten. Diese Angebote gibt es in Bayern allerdings nicht an staatlichen Schulen. Ja, und damit danke ich Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit.